Der Neumond im November findet ja im Zeichen Skorpion statt. Jetzt hat der Skorpion nicht unbedingt den besten Ruf unter den, unter den Archetypen des Himmels, aber er ist vielleicht gar nicht mal so übel wie sein Ruf. Ich möchte kurz mal erklären. Der Mond steht ja für unser Seelenleben, für unser Innenleben, steht ja für das, was wir aufnehmen können. Das heißt, das, was wir seelisch empfangen können und deutet uns dann auch an, wie wir teilweise mit Dingen umgehen können. Und der Skorpion ist eigentlich, obwohl er ein Wasserzeichen ist, von der Emotion her ein sehr fixes Zeichen. Das heißt, es geht darum, also es ist beim Skorpion so, dass da, dass man oft in Gefühlen feststeckt. Ja? Da kommt zum Beispiel auch diese Rachsucht des Skorpions oft her, wo man dann sagt, okay, der kann da nicht loslassen, der kann da oft nicht verzeihen, der kann da oft nicht weitergehen. Also das wäre ein Aspekt so dieses plutonischen Zeichens. Ja? Und jetzt ist eben der Mond, der eigentlich fließen will, weil Gefühl soll ja fließen, will ja fließen, vom Prinzip her, findet jetzt eben dieser Neumond im Zeichen Skorpion statt. Und da ist es natürlich dann an der Zeit, sich mit Fixierungen zu beschäftigen. Also wo steckst du vielleicht emotional fest? Wo hängst du noch an alten Sachen oder an Vorstellungen fest oder an Personen fest, die dich da beeinträchtigen, die dich da beeinflussen? Also das ist da sicher eine Frage und ein Thema dieses Neumond-Horoskops. Es geht natürlich auch noch weiter, denn dieser Neumond ist sehr aufgeladen. Aber da ist es nur mal darum gegangen, dass du mal so ein Bild hast, Skorpion und der Mond eben Gefühle, dass man diese Bilder besser zuordnen kann. Ja, und jetzt schaut mal aus, wie wird denn das kommende Monat? Der Neumond definiert dieser Zyklus, dieser Mondzyklus ist ein Monatszyklus und deshalb definiert die Geburt des Mondes, also der Neumond in einem Zeichen, die Qualität des kommenden Monats. Und da wartet einiges auf uns und wir haben ein durchaus spannendes Horoskop. Schauen wir uns dieses Neumond-Horoskop einfach mal an. So, also wir sehen jetzt gleich mal eine sehr dominante rote Linie da. Also da im Skorpion haben wir Sonne, Mond beieinander und eine dominante Linie rauf zum Uranus im Stier. Uranus im Stier habe ich ja schon ein paar Mal besprochen. Das ist ja dieser Wertewandel. Das ist ja so diese Transformation von allem, wo wir uns sicher wägen. Ja, da ist ja jetzt dieser große Revoluzzer drin, dieser Uranus, der da jetzt durchläuft. Und der auch damit natürlich so diese Luftepoche, das heißt neue Werte, nämlich luftige Werte, werden da jetzt etabliert. Und die alten, die Erdwerte, Besitz, dieses Festgemauerte, das ist in der Änderung. Ja? Ob zum Guten oder zum Schlechten, muss man sich erst anschauen. Ja, aber zu dieser Linie werde ich erst kommen. Wir sehen eine Ballung hier im Skorpionzeichen. Es ist der Mars ist mit drinnen im Skorpion und wir haben natürlich Sonne, Mond stehen im Skorpionzeichen. Ja, was heißt das jetzt für dich? Zuerst einmal würde es für mich heißen, wenn ich jetzt einmal das ganz losgelöst interpretiere, der Mond im Skorpion, das heißt, beschäftige dich mal mit deinem Inneren. Skorpion ist ein Zeichen, das sehr nach innen geht. Ein Skorpion redet auch nicht so viel von seinen Gefühlen. Das heißt, man macht eine Innenschau und ein gewisser Transformationsprozess soll da stattfinden. Das heißt, was brauche ich noch, was brauche ich nicht? Ein Stirb und Werde, wenn du so möchtest. Das heißt, was sind Gefühle, an denen du noch anhaften sollst und was sind Gefühle, die du vielleicht loslassen sollst? Also das ist sicher so eine Innenschau. Also es ist eher nennen wir es einen Aufruf zur Inwendigkeit. Ja? Aber es geht jetzt weiter. Und dieser Aufruf zur Inwendigkeit ist notwendig. Und der wird meines Erachtens nach notwendig durch dieses Saturn-Quadrat. Wir sehen Saturn im Wassermann. Der ist da so rechts oben am Bildschirm, so im Weißen, in diesen Wellenlinien. Ne? Dieser Saturn im Wassermann, da habe ich eh schon öfter darüber gesprochen. Das ist Gesetz, Norm, Regel. Ja? Das ist die Bestimmung, die Allgemeingültigkeit. Und da ist natürlich, da fühlt sich natürlich der Saturn
im Wassermann, also das sind keine bestehenden Regeln, das sind Regeln, die sich permanent ändern. Das sind teilweise exzentrische Regeln, da werden Bestimmungen formuliert und wieder fallen gelassen. Also das passt eigentlich absolut zu der Zeit, wie wir das jetzt erleben. Das heißt, jedes Bundesland macht irgendetwas und alles ist irgendwie, ja, jeder macht irgendwelche Regeln, verwirft sie dann wieder und macht wieder neue Regeln. Also das passt absolut zu diesem Saturn im Wassermann. Aber der bekommt jetzt noch mehr Brisanz in diesem Horoskop, denn er bildet erstens einmal, hat der Saturn ein Quadrat zum Mars im Skorpion. Und jetzt habe ich schon gesagt, Skorpion steht auch für die eigene Vorstellung, also das, was man nicht loslassen kann. Das ist auch so ein bisschen so der eigene Plan, ja, von der Schattenseite her. Und da hat Saturn jetzt ein Quadrat hin zu diesem Mars im Skorpion. Und Skorpion und Wassermann vertragen sich jetzt vom Prinzip jetzt schon so nicht unbedingt. Aber was bedeutet denn diese Konstellation? Und da ist ein absoluter Druck drauf. Das heißt, es ist ein absoluter Druck auf deine individuelle Vorstellung, auf das, was du dir denkst und das von der Staatenseite, das von der Gewaltenseite. Und diesen Druck spüren wir jetzt. Es beginnt jetzt schon, aber dieser Druck baut sich jetzt mehr und mehr auf. Und das ist natürlich alles unter dieser Flagge, Druck wird aufgebaut. Druck wird aufgebaut, der versucht, dich aus deinem Inneren, aus deiner Mitte rauszubringen. Und das sieht man da astrologisch eben gut an diesem Mars und Saturn. Der Druck geht natürlich in beide Seiten, weil man auch sagt, Momental, das entspricht womöglich was nicht so meinen, dann entsprechen Regeln nicht mehr so meinen Vorstellungen. Und da ist natürlich ein hohes Spannungspotenzial mit drinnen. Immer noch haben wir, um da ganz kurz auf Pluto einzugehen, den Pluto mit Neptun im Sextil, das ist immer noch so ein bisschen so, dass die wahren Hintergründe, also die wahren Motivationen, sowohl von Außenstehenden, die die Regeln erteilen, als auch natürlich, womöglich teilweise von dir, warum tust du was, oft noch nicht so klar sind. Und deshalb ist es eben so wichtig, in dir jetzt Klarheit zu schaffen. Ruhig zu bleiben, egal welcher Druck da kommt, bleib bei dir und bleib klar und entscheide dich auch klar. Und da gibt es jetzt keine richtige oder falsche Entscheidung, sondern es gibt nur deine individuelle Entscheidung. Das wäre da eigentlich ganz wichtig bei diesem Neumond. Ja. Wir haben, wie gesagt, wir haben diesen Mars Saturn und wir haben dann, ich habe schon erwähnt, diese große Linie, dieser Uranus Stier, also der Uranus, der im Stier steht da oben, der schießt natürlich auch genau auf diese Neumondkonstellation hin. Das heißt auf gut Deutsch, dieser Wertewandel, der Wandel der Gesellschaft, ja, auch der drückt jetzt auf das Individuum. Also du bist mit deinen individuellen Vorstellungen, deinen individuellen Zielen enorm unter Druck von der Gesetzesseite, Rechtsprechungsseite, als auch von der gesellschaftlichen Seite und von der Werteseite. Und das macht einen enormen Druck aufs Individuum. Das heißt, und das ist meine Einladung aus dieser Druckkonstellation, vielleicht spürst du den Druck ja auch schon, ja? Wahrscheinlich schon länger, aber vielleicht spürst du den Druck. Da geht es wirklich darum zu sagen, was ist dir wichtig, was sind deine Werte und was behältst du für dich, um was kämpfst du, für was machst du dich stark und was lässt du einfach zurück. Und der Druck aufs Individuum, wir schauen es uns noch einmal an, Saturn, Uranus, also die schießen da jetzt alle wirklich drauf. Ja? Auf Sonne und Mond. Der Saturn hat nämlich auch noch ein Quadrat direkt auf Mond-Sonne im Neumond. Das heißt auf gut Deutsch, wir werden immer eingeschränkter. Das heißt auch so dieses, ich sag dir was, die Regeln, das Maßregeln von außen Druck drückt auch extrem auf dein individuelles Empfinden, auf dein individuelles Fühlen. Die Sache ist natürlich nichts wert, Gott sei Dank ewig, aber es ist keine leichte Zeit. Und wenn du Druck spürst, dann mach dir bewusst, du bist da nicht alleine. Und schau, dass du aus diesem Druck rauskommst. Und jetzt kommt eigentlich der Takeaway von der ganzen Sache. Du wirst aus dem Druck nicht rauskommen, indem du
indem du jetzt schaust, wo kriege ich andere Meinungen, andere Regeln her, alternative Regeln oder Ideen, sondern du musst in dir selber klar sein. Du musst für dich selber ein Kompass sein und du wirst dazu aufgefordert, dir selbst ein Kompass zu sein. Und es gibt da kein richtig oder falsch in dieser Zeit. Es gibt nur diesen massiven Druck. Das heißt, November ist der Monat des Drucks und meines Erachtens nach aus auch ein Gefühl der Ausweglosigkeit kommt dazu, ein Gefühl der Verzweiflung kommt dazu. Aber das sind Gefühle und die ändern sich wieder. Das heißt, wenn du bei dir bleiben kannst und sagen kannst, okay, da wird es enger, da wird es auswegloser, aber ich bleibe trotzdem bei mir, ich arbeite mit mir, ich meditiere, ja, ich arbeite energetisch, ich mach mir mein Innerstes bewusst, dann wirst du gut durch diese wahnsinnig anstrengende Zeit kommen. Und es ist, wie gesagt, alles fließt und auch das geht vorüber. Jede Erstarkung der Macht, jedes System hat mal Hochs und hat mal Downs. Und jetzt sind wir gerade in einem sehr starken Punkt, einem Scheidepunkt, wo es wirklich um die Frustration geht und wo der Druck enorm erhöht wird. Das heißt, wir haben jetzt gerade den Höhepunkt dieses, wie viel Druck kann man eigentlich aufbauen auf ein Individuum und bis es entweder einknickt oder eben bei sich bleibt. Und das macht ihr bewusst. Aber diese Zeit geht vorbei. Das heißt, bleib klar, grenz dich möglichst ab, lass dich nicht von außen beeinflussen oder berieseln, sondern kehre nach innen und miste aus, was ist dir wichtig, wie soll dein 2022 ausschauen zum Beispiel. Fang schon mal an, da ein bisschen auszumisten. Also das wäre mein Tipp. Wenn du mehr für dich tun willst, am 21. November findet bei mir der Innere Kindkurs statt. Da habe ich noch Plätze frei, also 21. November, Sonntag. Da arbeite ich erstmalig jetzt wieder in einer Gruppe am Unterbewusstsein, am inneren Kind. Und wenn du dabei sein willst, kannst du dich einfach einschreiben. Der Link ist unten in den Kommentaren über meine Homepage oder du kontaktierst mich und ja, und sicherst dir da deinen Platz. Das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte, die du machen könntest. Lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal und trotz allem ein wundervolles Monat, eine tolle Zeit und bleib bei dir und du bist garantiert nicht alleine. Tschüss.